WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke. Freunde der Weisheit, guten Abend. Wir müssen uns nochmal den großen Camus vorknöpfen. Der hat uns ja die Geschichte von Sisyphos neu erzählt. Der arme Kerl, Sie wissen schon, der dazu verurteilt war, einen Felsen immer zu unter größten Mühen einen Berg hinauf zu rollen, und dann rollt das blöde Ding halt immer wieder runter und alles geht von vorn los. Camus wollte uns weismachen, dass dieser Sisyphos ein glücklicher Mensch war. Und da sagt nun mein heutiger Gast, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Mensch sich wohlfühlt und sich einrichtet in einer Situation der Hoffnungslosigkeit. Niemals mehr soll sich an Sisyphos Plackerei irgendetwas ändern, und trotzdem ist er glücklich. Wir wollen heute Abend über Hoffnung sprechen. Die Frage wäre, ob ein Leben ganz ohne eigentlich gelingen kann. Welche Rolle spielt die Hoffnung für unsere Existenz? Und wie kommt es eigentlich, dass die Frage, was darf ich hoffen, die ja Immanuel Kant zu den großen drei Fragen der Philosophie gezählt hat, dass die so weg vom Fenster ist, dass sich kaum jemand mit diesem Thema Hoffnung eigentlich auseinandersetzen möchte. Wie sehen Sie das mit der Hoffnung? Sie können anrufen unter 0800 5678 und 3x5. Sie können auch schreiben an philo@wdr.de, philo@wdr.de. Oder 0800 5678 und 3x5. Zu Gast ist heute Abend Christiane Borchel. Sie hat ein Buch geschrieben über die Bedeutung der Hoffnung für unser Leben. Guten Abend, Frau Borchel. Guten Abend, Herr Wiebicke. Jetzt bin ich mal gespannt auf Ihren Sisyphos. Ja, Sisyphos. Ich denke, der kann natürlich nicht glücklich sein. Die Götter haben sich überlegt, dass die Sache mit dem Stein eine Strafe sein soll. Und ich denke mal, die allgemeine Intuition ist auch so, dass das eine Strafe ist. Klar, Sisyphos revoltiert innerlich, aber wenn wir uns das Ganze von außen anschauen, dann sieht man den Unterschied natürlich nicht so richtig. Das Leben von Sisyphos ist auch untypisch, denke ich, weil es total abgeschlossen ist. Sisyphos schiebt den Stein den Berg hinauf und er rollt wieder hinunter, und sonst passiert ja gar nichts. Mhm. Normalerweise gibt es Überraschungen im Leben. Irgendetwas Unverhofftes passiert auch mal. Und ja, das beschäftigt uns auch im Vorfeld. Und deswegen ist Hoffnung für uns auch so wichtig, weil wir mit diesem Offenen umgehen. Das aber fehlt in Sisyphos Leben. Bevor Sie den Camus zertrümmern, sollten Sie uns vielleicht noch erklären, wie er das denn eigentlich verstanden hat, dass er glücklich sei. Ja, das ist natürlich eine Frage der Einstellung. Und zwar hat Camus sich das so gedacht, wenn Sisyphos den Berg hinabgeht, dann erkennt er die Absurdität seines Schicksals, und darin liegt sein Glück, meint Camus. Mhm. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist ein Aspekt des Glücks möglicherweise, aber ich denke, das reicht nicht. Wir sind eben ausgerichtet auf eine unsichere Zukunft, auf etwas Unverhofftes, das passiert. Oder wir wünschen uns auch, dass bestimmte Dinge, die möglich sind, eintreten. Das ist ja ganz grundlegend für die Hoffnung. Sisyphos ist ja jemand, der ein bestimmtes Ideal verkörpert. Das Ideal der Selbstmächtigkeit, so würde ich das nennen, Selbstmächtigkeit ist ein wichtiges Ideal der Philosophie der Lebenskunst, wie sie beispielsweise von Wilhelm Schmid vertreten wird. Natürlich kann man fragen, wieso ist jetzt Sisyphos selbstmächtig? Weil er ja bestraft eigentlich, ja, war. Das ja, ist eigentlich Fremdbestimmung. Aber Camus meint eben, indem er sich entscheidet zu revoltieren innerlich, kann man eben sagen, dass der Fels ihm gehört, dass der Fels seine Sache ist und dass er sein Schicksal gewählt hat. Und darin, würde jetzt Schmid wahrscheinlich sagen, besteht sein Glück. Das wäre ja eine raffinierte Kiste, wenn wir alle so umgehen würden mit den Zwängen, die wir in unserem Leben haben, wenn wir die einfach dadurch drehen, dass wir sagen, ja, aus diesem Zwang mache ich ein eigenes Projekt, dann wären wir raus. Ja, das ist eben der Gedanke, der dahinter steht, aber typischerweise gelingt uns das ja nicht. Also was würden Sie sagen, für welche Existenzform steht dieser Sisyphos? Ja, für das Ideal der Selbstmächtigkeit, für das ein Leben, das autonom ist, autark,
Und das aber ignoriert, dass unsere Selbstmächtigkeit dann eben Grenzen hat. Und wenn Sie ihn neu erzählen müssten, dann würden Sie sagen, Sisyphos ist auf jeden Fall ein Verzweifelter. Ja, weil er eben keine Hoffnung hat. Ja, würde ich schon so sehen. Verzweifelt sein heißt ja, keine Hoffnung zu haben. Also es gibt Menschen, die verzweifelt sind und auf irgendetwas Belangloses hoffen. Aber sie haben eben keine Hoffnung auf etwas, an dem, an denen ihnen liegt. Sie werden merken heute Abend, dass die Beiträge, die wir schon bekommen haben an philo@wdr.de, sich genau um diese Frage drehen. Also kann man eigentlich ohne Hoffnung leben? Ist es sogar gut, ohne Hoffnung zu leben? Oder versackt man in der Verzweiflung? Man kann ja auch noch anrufen unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Und ich beginne mal mit Priska Mielke, die nämlich geschrieben hat, ich persönlich kann mir ein Leben ohne Hoffnung nur schwer vorstellen. Ein Leben ohne Hoffnung ist wie ein Auto ohne Treibstoff. Hoffnung bedeutet für mich Leben mit Möglichkeitssinn. Im Hospiz habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es auch eine Entlastung bedeuten kann, nicht mehr kämpfen, nicht mehr hoffen zu müssen. Dann tritt die Gestaltung des Augenblicks an die Stelle der Zukunftsperspektive, meint Priska Mielke. Eine sehr schöne Zuschrift, finde ich. Die Hörerin hat sehr schön beschrieben, wie grundlegend Hoffnung eigentlich für unser Leben ist. Grundlegend, wir können uns ja also im richtigen Leben kaum vorstellen, wie es ist, ohne Hoffnung zu leben. Hoffnung ist so alltäglich. Wir hoffen auf ja ganz banale Sachen, wie dass das Wetter schön wird, dass wir noch leckeres Essen im Kühlschrank haben oder wie auch immer. Und dann gibt es Hoffnungen, die etwas existenzieller sind, so wie die Hoffnung, die sicherlich in Hospizen häufiger eine Rolle spielt und die man dann auch fahren lassen muss an einer bestimmten Stelle natürlich. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir überlegen, was hat eigentlich dazu geführt, dass Kant gesagt hat, das ist eine der drei großen Fragen und wie kommt es, dass sie verschwunden ist? Ja, das hat sicherlich mit den wichtigen Themen in der Philosophie zu tun und dass Hoffnung da nicht so richtig reinpasst. Also ein großes Thema in der Philosophie ist ja das Wissen, die Bedeutung des Wissens. Es geht immer wieder darum, was ist Wissen und was ist sichere Erkenntnis? Und wenn es um solche Sachen geht, dann wirkt die Hoffnung häufig defizitär, denn wir hoffen ja auf Dinge, Ereignisse, die unsicher sind, ungewiss. Ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben, dass es in der Philosophie auch häufig um Autonomie geht. Autonomie ist ein hoher Wert, Selbstbestimmung. Da steht die Hoffnung ja auch im Widerspruch, denn das, worauf ich hoffe, das kann ich ja in der Regel nicht aus eigener Kraft herbeiführen. Das sind so zwei wichtige. Das heißt, das ist vielen Philosophen heute zu wolkig und zu wackelig. Dazu kann man nichts Präzises sagen. Oder warum diese Spitzenfinger? Ja, ich denke, das ist ein Vorurteil. Also ich habe mich natürlich gerne damit beschäftigt und ich denke ganz unwolkige Ergebnisse da erzielt. Also wenn ich zum Beispiel gefragt habe, was es bedeutet zu hoffen und solche Dinge, dann kann man eben auch relativ präzise Ergebnisse finden. Ja. Frank Zehrich schreibt an philo@wdr.de, man sollte auch die Antwort Kants auf seine Frage, was darf ich hoffen, beachten. Wir können als religiöse Menschen aus Gründen der Vernunft darauf hoffen, dass unser Bemühen um eine positiv qualifizierte Moral zu einem positiven Feedback eines göttlichen Wesens führt. Man kann zwar ohne Hoffnung glücklich sein, aber eine begründete Hoffnung setzt das Bemühen um Moral voraus, meint Frank Zehrich. Ja, die Sache mit Kants Antwort ist auch interessant. Also der Hörer hat sich ja jetzt diesen religiösen Aspekt herausgesucht. Mhm. Was ich an der Frage oder an der Antwort auch spannend finde, ist dieser Aspekt, dass Kant, der ja eigentlich die Pflicht in den Vordergrund gestellt hat, da doch so den Gedanken einer Belohnung ins Spiel gebracht hat. Belohnung ist schon zu viel gesagt wahrscheinlich, aber doch so der Nebeneffekt, dass man, wenn man denn moralisch handelt, sich der Glückseligkeit würdig erweist, schreibt er, indem man moralisch handelt, dass man dann eben auf das höchste Gut hoffen darf.
das mit dem höchsten Gut ist wirklich kompliziert. Ein Aspekt ist eben dieser religiöse und der andere ist die Vorstellung von einer moralischeren Welt, also einer moralischen Welt, in der eben Pflicht und Glück zusammenfallen. Ja, das ist, denke ich, eine Vorstellung, an der man auch festhalten kann. Wobei, wenn die Hoffnung auf ein Jenseits gerichtet ist, als ein postmortales Belohnungssystem sozusagen, das wäre dann auch wiederum nicht Kants nein, Ding auf gewesen. Keinen Fall. Nein, nein, nein. Wie gesagt, die Sache über Kant ist sehr kompliziert, würde ich sagen. Er hat ja sein eigenes Konzept von Religion, was natürlich ans Christentum anknüpft und auch christlich geprägt ist. Aber wie das genau funktioniert, das ist wirklich, sollte man sich im Detail angucken und muss das gründlich studieren, sozusagen. Glaube, Liebe, Hoffnung ist ja dieser Dreiklang aus der christlichen Theologie. Das ist aber überhaupt nicht ihr Anliegen. Also sie kommen nicht von einem theologischen Zugriff her. Nein, gar nicht. Ich finde, dass Hoffnung auch ein Thema der Philosophie ist. Und zwar einer Philosophie, die diesen methodischen Atheismus zugrunde legt. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, Gott gibt es oder gibt es nicht. Das soll keine Rolle spielen. Aber ich denke, Hoffnung ist auch ist grundlegend von Bedeutung für das Leben von Menschen, nicht nur für religiöse Menschen. Das heißt, Sie machen so wie bei anderen Begriffen auch, Sie fangen erstmal an zu zergliedern und überlegen, in welchen Kontexten man überhaupt von Hoffnung spricht? Ja, genau. Richtig. Also ich überlege, also mein Ausgangspunkt war eigentlich zu gucken, was heißt es eigentlich zu hoffen? Und ich denke, wann immer man hofft, hat man einen Wunsch, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt oder also man hat auf jeden Fall einen Wunsch und dazu hat man eine Einschätzung darüber, ob das, was man sich wünscht, auch möglich ist. Also man geht eigentlich davon aus, dass das, was man sich wünscht, möglich ist, wenn man denn hofft. Mhm. Ja. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, sich auf Dinge zu hoffen, die unmöglich sind? Richtig. Also ich kann nur dann hoffen, im Lotto zu gewinnen, wenn ich auch einen Spielschein ausgefüllt habe, sozusagen. Sonst wäre das nicht möglich und das wissen Menschen ja nun auch. Ja, genau. Das wäre jetzt schon mal das Erste, was man über die Hoffnung sagen kann. Ja, also richtig. Sie richtet sich auf etwas, von dem ich annehme, dass es zumindest eine Mini-Chance geben muss. Richtig, genau. Also man muss nicht überzeugt sein, man muss nicht glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass etwas eintritt, um hoffen zu können. Das ist nicht wichtig. Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, Hoffnung richtet sich auf ein zukünftiges Gut. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den Thomas von Aquin vertreten hätte und der heute auch noch diskutiert wird. Aber ich glaube, dass sich Hoffnung weder unbedingt auf etwas Zukünftiges richten muss, als auch, dass es sich nicht unbedingt auf ein Gut richten muss. Wobei das schon oft der Fall ist. Also wir wünschen uns etwas und wir wünschen uns etwas für morgen. Ja, das ist auch sicherlich beim Hoffen die Regel, aber man kann sich ja auch wünschen, dass zum Beispiel Freunde im Urlaub gestern, als sie eine schöne Kanutour machen wollten, dass sie da schönes Wetter hatten oder sowas. Das wäre dann Hoffnung, die auf die Vergangenheit gerichtet ist. Kann das noch weiter zurückgehen? Natürlich. Barbara Schmitz hat zum Beispiel mal ein Beispiel gebracht, dass also dass man hofft, dass zum Beispiel der Großvater kein Nazi gewesen ist. Sie meint jetzt, dass letztendlich doch eine Hoffnung mit Bezug auf die Zukunft ist. Ich würde aber sagen, dass es nicht ist. Schmitz meint, es geht letztendlich darum, dass die Kenntnis dieses Sachverhalts in der Zukunft liegt. Hoffentlich werde ich morgen nicht erfahren, dass Opa ein Nazi war. Das wäre dann mir die geht's Konstruktion. Letztendlich ja darum, dass Großvater kein Nazi war, wenn ich sowas hoffe, denke ich. Also es geht um die Sache selbst, nicht um die Sache in der Zukunft. Also fassen wir zusammen. Es geht nicht unbedingt darum, dass die Hoffnung in die Zukunft gerichtet ist. Nicht unbedingt, wenn auch sehr häufig, ja. Und Sie haben gesagt, es muss gar kein Ding sein. Gar kein Ding und kein Gut vor allen Dingen. Also was ist ein Gut? Etwas, was wünschenswert ist natürlich, aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch ein Gut. Zum Beispiel kann ja jemand sich Schokolade oder irgendwas wünschen, ja, wenn er eigentlich gerade abnehmen will. Dann ist es kein Gut, sondern ein Schlecht. Dann, ja, sozusagen. Genau. Also ein Gut wäre dann etwas, was wir auch grundlegend befürworten. Drastischer wird es zum Beispiel noch, wenn jetzt ein Alkoholiker
sich ja sehnlichst eine Flasche alkoholisches Getränk wünscht, aber grundsätzlich hält er den Alkohol vielleicht für etwas ganz Schreckliches. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem Gut und etwas Wünschenswertem. Okay, jetzt machen wir den Begriffskoffer wieder zu. Ja. Und Bernhard Wenig hat sich gemeldet in Münster unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Schönen Gruß, guten Abend nach Münster, Herr Wenig. Ja, guten Abend, Herr Hüwicke. Ja, ich habe angerufen, das hat mich so ein bisschen herausgefordert, weil Sie anfangs gesagt hatten, dass der arme Sisyphus natürlich ganz ohne Hoffnung lebt. Ja. Und das, was Sie von Camus gesagt haben oder was ich ganz früher mal gelesen habe, habe ich gesagt, nee, richte sich mein Widerspruch, der lebt von einer Hoffnung, nämlich die Hoffnung darauf, dass sich eben nichts ändert. Dass sich nichts ändert. Und das macht zufrieden. Das kann natürlich sehr zufrieden machen in einer sehr kleinen, subjektiven Welt, das muss ich zugeben, aber die Hoffnung daraus, dass sich eben nicht etwas ändert, weil Änderung, Angst, auch zur Veränderung bedeutet immer Angst und Sorgen, ob es besser oder schlechter wird, oder überhaupt die Änderung an sich. Wenn ich also, ich abstrahiere jetzt, wenn ich so davon ausgehe, dass dieser arme Mensch, der das Ding hoch und runter rollt, bis in die Ewigkeit, dann ist man halt irgendwann in einer Gewissheit, dass sich halt nichts ändert, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Das schafft innere Ruhe und Zufriedenheit. Das ist dann auch nochmal eine raffinierte Deutung. Im Leben passiert das nicht, aber ne, ja. Also Sisyphos sagt sich selber, gut, dass ich hier meinen Stein nur rollen muss, dann muss ich nicht auf der Sklavengalerie schuften. Das ist schon sehr weit gedacht, eine Alternative, die noch negativer ist. Erst einmal heraus, einfach nur aus diesem abstrakten Denken, dass man das hinterher mal was Besseres oder was Schlechteres damit vergleicht, sondern einfach die innere Ruhe, wenn sich nichts verändert, bin ich einfach auch keinen Veränderungen ausgesetzt und empfinde das auch als, ich übertreibe jetzt mal, als Glückszustand. So, zumindest als Zufriedenheit. Bleiben wir mal vom Glück weg. Frau Borschel, was sagen Sie denn dazu? Also der Hörer berührt einen wichtigen Punkt, nämlich, dass die Schattenseite der Hoffnung häufig die Furcht ist. Also Hobbes war es, glaube ich, der gesagt hat, dass es Hoffnung nie ohne Furcht gibt. Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist ja ganz häufig so, wenn mir wirklich an was liegt und ich ganz doll darauf hoffe, dann kann es eben auch sein, dass das dann nicht eintritt, dass wir enttäuscht werden und da liegen dann häufig auch die Befürchtungen. Was Sisyphos jetzt betrifft, denke ich, dass er keine Hoffnung hat, dass sich sein Leben nicht ändert, sondern er weiß das ja auch. Er weiß ja ganz genau, was in seiner abgeschlossenen Welt passiert. Und er weiß, dass sich nichts verändert. Dann braucht er es nicht hoffen. Herr Wenig, ich trage Ihnen nochmal vor, was per Mail gekommen ist aus Augsburg von Bernhard Schiller. Der hat nämlich geschrieben und ich bin gespannt, ob Sie sich darin wiederfinden, Herr Wenig. Er schreibt, also Bernhard Schiller, ich vermute, man kann nicht nur ohne Hoffnung glücklich sein. Vielmehr scheint mir das Freisein von Hoffnung Voraussetzung für Glückseligkeit. Glückseligkeit wird dort auffindbar, wo der Mensch gelassen ist, wo er etwa von der gewaltvollen Anstrengung lässt, mit der das ichhafte, subjektive Wollen die Welt nach der eigenen Vorstellung einzurichten trachtet. Herr Wenig? Ja, in etwa. Ich habe das ja viel kürzer gefasst als der gute Herr mit dem schönen Vornamen. In gewisser Weise, und Ihr Gast, ich habe den Namen leider nicht drauf, hat das ja auch. Das ist Christiane Borschel. Dankeschön. Jede Form der Hoffnung beträgt immer das Risiko des Enttäuschtwerdens in sich. Ja. Und davor keine Angst zu haben, wir können das vielleicht als Schwäche definieren, es gibt tausend Definitionen darüber. Aber es begegnet einem immer wieder im Leben, dass die Hoffnung sehr häufig auch in Gesprächen gleich wird, ich habe zwar eine Hoffnung, aber, und dann kommt ein Aber dahinter, ich sichere mich ab, ich muss was tun, ich gegen die Hoffnung, dass die schwere Krankheit wieder zur Gesunde führt, sage ich gleich schon, und was mache ich, wenn sie eben doch nicht so wird? Und wir begegnen das sehr häufig, dass die Leute, die eine Hoffnung ausdrücken, gleich zwei Sätze der Versicherung hinterher schicken und das drückt die Ängste aus. Ergo, andersrum gedacht, stark vereinfacht, wenn man diese Hoffnung gar nicht hat, dann ist man möglicherweise dann tatsächlich sehr zufrieden, weil das nennen wir ihn mal Ruhezustand ist. Man wappnet sich gegen Enttäuschung. In ungefähr, so könnte es sein. Ja, ein,
kleiner Aspekt. Herr Wenig, besten Dank für Ihren Beitrag unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Und ich will noch fortsetzen, womit Bernhard Schiller aus Augsburg seine Mail geschlossen hat. Das wäre dann an Sie gerichtet, wobei ich gar nicht weiß, Frau Borchel, ob Sie das beantworten können. Eine Frage aber, schreibt er nämlich, bleibt, die ich mir dann doch immer wieder stelle. Woher kommt die Idee der Hoffnung? Gibt es eine Neurobiologie der Hoffnung? Wird Hoffnung vererbt? Ja, das ist dann ja wieder ein ganz anderes Thema, denke ich. Auf jeden Fall ist das eine Frage, die, glaube ich, letztlich unentscheidbar ist. Was ist besser, ein gelassenes Leben komplett ohne Hoffnung, etwas, ja, also auf jeden Fall sehr ruhig, gewappnet gegen Enttäuschung, oder ein Leben, das ja von Enttäuschung auch sicherlich geprägt ist, aber eben auch von Hoffnung mit großem Auf und Ab sicherlich, aber eben eine Haltung des Interesses auch an den Dingen, die vorangehen. Also ich würde jetzt für Zweiteres eher plädieren, aber ich denke auch, dass es gar nicht so eine große Dichotomie ist, sondern also ein großer Unterschied. Man kann ja auch gelassene Hoffnung haben, das wäre vielleicht dann ein Kompromiss. Gut, aber um nochmal auf die Frage zu kommen, das können wir jetzt heute Abend nicht klären, ob Neurowissenschaftler das Hirn aufklappen können und dann so eine Hoffnungszentrale finden. Das ist mir auch nicht bekannt, dass es dazu Studien gibt. Also ich habe tatsächlich mal auch mich mit der Psychologie der Hoffnung ein wenig befasst, aber neurobiologische Kenntnisse auf dem Gebiet sind mir jetzt nicht. Na, vielleicht hören ja Neurobiologen zu und das melden sich unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Vorher greife ich aber zu dem, was Detlef Kleine geschrieben hat. Er nennt Hollywood eine mächtige Produktionsanstalt für Hoffnung, nämlich fürs Happy End. Und er setzt dann dagegen, ich halte Hoffnungslosigkeit für ein wirkmächtiges Instrument, um mit Hilfe des Durchleidens der daraus resultierenden negativen Gefühle zu einer neuen Entschlossenheit zu gelangen, die Hoffnungslosigkeit produzierenden Verhältnisse zu bekämpfen. Merke, wer real existierende Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit wirklich spürt und durchleidet, erhält Kraft zur Revolte. Wer vor diesem Gefühlszustand flieht, kann die nötigen Veränderungen nicht herbeiführen, denn es fehlt dazu die entsprechende Energie. Erst wenn das Leben in seiner Sinnlosigkeit erfahren wird, kann es angstfrei zum Kampf gegen ungerechte Verhältnisse in die Waagschale geworfen werden. Mahatma Gandhi hatte den Mut, sich den britischen Soldaten entgegenzustellen, sowie sein Leben durch unzählige Hungerstreiks aufs Spiel zu setzen. Es geht um Angstfreiheit. Wer in schändlichen Verhältnissen an seinem Leben hängt, stabilisiert diese Verhältnisse. Nicht hoffen, schließt Detlef Kleine, setzt die Fähigkeit voraus, Leiden auszuhalten. Diese Fähigkeit ist in einer Wohlstandsgesellschaft kaum noch vorhanden. Ja, ich denke, auch irgendwann ist es mit der Hoffnungslosigkeit auch nicht mehr auszuhalten. Dann neigen Menschen dazu, auch neue Hoffnungen zu entwickeln. Ich denke, wenn, also der Hörer bezog sich ja jetzt auch auf politische Verhältnisse. Am Ende des Kriegs am Ende des Kalten Kriegs gab es ja so eine gewisse anti-utopische Stimmung. Der Sozialismus war gescheitert, es war eine Utopie und utopisches Denken wurde generell verdächtig. Ich denke, davon erholt man sich langsam und möchte diesen Zustand des anti-utopischen auch langsam wieder überwinden. Es gibt ja verschiedene Projekte, Ideen, die Menschen verfolgen, ja, um da neue Utopien zu entwickeln. Genau, aber das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, um über das Prinzip Hoffnung zu sprechen. Denn das war ja mal das Grundbuch für alle, die utopisch interessiert waren. Bloch, ja, genau. Auf jeden Fall. Bloch war jemand, der erstmal grundlegend erkannt hat, wie wichtig Hoffnung für das Leben von Menschen ist. Er hat ja sich mit ganz banalen Hoffnungen auch beschäftigt, aber vor allen Dingen auch mit der gelehrten Hoffnung, mit der Dr. Spes. Er sagte, gelehrte Hoffnung ist eine Hoffnung, die sich auf objektiv real Mögliches richtet, die
Also der Zukunft. Klammert alles aus, was wir nicht erreichen können? Nein, im Gegenteil, was wir nicht erreichen können, das klammert er aus, aber er glaubt eben auch, dass ganz viel möglich ist. Also er ist ja der Philosoph des Möglichkeitssinns, das kann man schon auf jeden Fall so sagen, denke ich. Ihn interessiert die Zukunft, wie sie schon in der Gegenwart sozusagen enthalten ist. Er meint, dass alles, was in der Zukunft passiert, seine Wurzel oder seinen Keim schon in der Gegenwart beziehungsweise der Vergangenheit hat. Man kann sich das vielleicht in einem Bild vorstellen. Also man steckt einen Samen in die Erde. Der Samen ist auf jeden Fall schon da. Aber die Pflanze kann halt nur gedeihen, wenn man sie zum Beispiel auch gießt, wenn sie Wasser bekommt. Mhm. Also das objektiv real Mögliche ist zwar schon jetzt da als Mögliches, aber es braucht noch zusätzliche Bedingungen, damit die Sache dann gedeihen kann. Und das war natürlich immer bezogen auf die Idee in einer gerechten Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Bloch dachte eben an genau die Idee einer gerechten Gesellschaft, klassenlosen Gesellschaft. Da gab es ja auch einen großen und wichtigen marxistischen Geist in seinem Werk. Ja. Na, wenn wir jetzt nach diesen Keimen von heute suchen wollten, für eine gerechte Gesellschaft, eine utopische Gesellschaft der Zukunft, da müssen wir aber lange suchen, Frau Borch. Ja, die ultimative Utopie ist derzeit, glaube ich, noch nicht unbedingt in Sicht, aber es gibt ja viele Utopien, die so diskutiert werden. Das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel, dann gibt es die Idee eines anderen Wachstums oder die Idee, dass man auf Wachstum vielleicht auch verzichten sollte, stattdessen lieber andere Ideen von Glück verfolgen sollte. Vieles mehr. Also die Hoffnung backt eher kleinere Brötchen als zu Blochs Zeiten. Ja, wobei, wenn wir uns an Jürgen Habermas halten, er backt sicherlich jetzt auch keine so ausgeschmuckten Brötchen, also keine, ja. Aufgepumpten Brötchen wie bei Bloch, sondern er spricht von der realistischen Utopie der Menschenrechte. Und meint eben, dass die Menschenrechte eigentlich eine große Utopie sind. Und da würde ich mich auch anschließen. Jean Malebranche, ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Was Ihren Namen betrifft. Ruft an aus Arnsberg. Guten Abend. Ja, guten Abend. Da sind Sie. Bitte? Was haben Sie denn auf der Zunge? Was wollen Sie uns sagen? Es ist genauso, die Realität ist so, wie das vorhin gelaufen ist. Ich habe angerufen, ich bekam keinen Anschluss. Und ich habe gesagt, ich rufe einfach an, entweder ist es vorgesehen, dass ich einen Anschluss bekomme und werde ich bekommen oder nicht. Und seitdem ich keine Erwartungen habe, hat sich alles in meinem Leben verändert. Aber nicht jetzt in den letzten 2 Minuten, seitdem Sie in der Leitung sind. Nein, aber das habe ich praktiziert, das, was ich gelernt habe. Das müssen Sie noch ein bisschen genauer erklären. Ja, genau. Der Mensch hat Erwartungen. Aber wir sind dort in diese Welt hineingesetzt worden. Mhm. Man hat uns gar nicht gefragt. Wir sind einfach da. Das ist genauso, wie man mich irgendwo absetzt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss mich auf das einlassen, was ist. Ja. Und dann kann ich keine Erwartungen haben. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich muss warten. Und meine Theorie ist, der Mensch braucht die Zuversicht, dass das, was ihm im Leben zusteht, ihm sowieso zukommen wird. Und dann braucht er nur zu warten. Und wenn das kommt, dann gibt es keinen Grund für ihn, sich zu ärgern, traurig zu sein, Hoffnungen zu haben. Dann nimmt er das so, wie es ist. Und ist er verledigt. Aber ist denn jetzt das, was Sie Zuversicht nennen, das Gleiche, was bei Christiane Borchel Hoffnung heißt? Nein, weil Hoffnung ist ja eigentlich, das ist beim Lotto. Ich habe Lotto gespielt, ich hoffe, dass ich gewinne. Und Zuversicht? Ich hoffe, dass ich gewinne. Aber dass ich keinen Einfluss darauf habe, kann ich eigentlich nichts anderes tun, als auf die Ziehung zu warten. Ja. Entweder ist meine Nummer dabei oder nicht. Und dann ist der Fall erledigt. Und wenn die Nummer da ist, dann gibt es keine Veranlassung für mich. Entweder mich zu ärgern, ich sage, okay, es gehört mir nichts.
Es stand mir nicht zu. Es stand mir nicht zu. Und dann ist es aber erledigt. Also heute, wenn mir was passiert, ja, und ich verliere Geld. Früher habe ich mich darüber geärgert. Heute sage ich mir einfach, das steht mir zu. Auch wenn ich Tausende verliere, diese 1000 Euro stehen mir nicht zu. Und dann die Sache erledigt. Also, was sollen wir denn sonst machen? Herr Malbrons, was wollen Sie uns sagen? Sollen wir alle Hoffnung fahren lassen? Nein, wir sollen lernen, uns selbst anzunehmen, so wie wir sind. Die Situation in der Welt, in diesem Universum, die uns zusteht als Mensch, anzunehmen. Wir sind noch gar nicht angekommen auf diesem Planet. Ja? Okay. Wir versuchen, nämlich unsere eigene Gesetze zu machen. Die können wir nicht. Wir behaupten, wir können unser Leben selbst bestimmen. Das können wir nicht. Aber wir das wissen ist gar nicht, was in der letzten Sekunde passiert. Wie sollen wir das machen? Frau Borschel, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn das trifft sich mit dem, was Ihr Anliegen ist. Ja. Also Selbstmächtigkeit ist ja ein Stichwort da, weil Sie davon ausgehen, dass wir es mit der Autonomie übertreiben. Ja, das ist wirklich unser gemeinsamer Schnittpunkt, lieber Hörer. Wir können unser Leben nicht selbst bestimmen. Das ist mir auch eine ganz wichtige Sache. Deswegen ist Hoffnung eben auch so wichtig, weil es eben da einen Kontrastpunkt setzt und die Idee, sich von vielen Hoffnungen zu verabschieden, kann sicherlich auch befreiend sein. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir, glaube ich, gar nicht umhinkommen, dass uns die Sachen, die Dinge wichtig werden. Eine Hörerin sprach ja von den Erfahrungen im Hospiz. Da wird es dann so existenziell. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin, uns hoffend zu verhalten. Aber das müssen wir noch ein bisschen genauer verstehen, warum Sie das Autonomiestreben aufs Korn nehmen. Ja, es gibt ja da ganze Philosophien, die sich mit der Autonomie beschäftigen und jetzt auch die Lebenskunstphilosophie, wie sie von Wilhelm Schmid vertreten wird zum Beispiel, die sagt ja, ich kann alles wählen, was ich sein will, ich kann mir meine Arbeit aussuchen, ich kann mir aussuchen, ob ich Kinder kriege, ich kann mir aussuchen, wann ich sterbe, ich kann mir das Geschlecht aussuchen, das wird so, also ja, das wird wirklich geschrieben, also es ist für viele sicherlich kaum nachvollziehbar, wie man sowas behaupten kann. Ich denke auch, dass es die Sache nicht trifft. Wir können uns halt nicht alles aussuchen, was wir sein wollen. Auch manches von dem, was Sie aufgezählt haben, schon. Ja, aber es ist eine große Sache und meistens klappt es ja dann doch nicht so, wie die Erfahrung dann zeigt. Es ist auch so, dass diese Selbstverwirklichungsansprüche ja auch zum Zeitgeist sind, denke ich mal. Also dass es auch in der Arbeitswelt ja häufig heißt, sei flexibel, sei kreativ und verwirkliche dich selbst. Und das belastet Menschen ja auch, wenn sie so hohe Ansprüche an ihr eigenes Leben stellen. Also akzeptier dich so, wie du bist, hat der Hörer gesagt. Und ich denke, das ist auch eine gute Einstellung. Aber was macht der Hoffende anders als diejenigen, die kreativ sein wollen und alles aus sich selber schöpfen wollen? Er weiß um die Grenzen seiner Selbstmächtigkeit. Er weiß, dass er eben nicht alles das sein kann, was er will und das erreichen kann, was er will. Wo die Grenzen genau liegen, weiß er meistens auch nicht. Aber dass es diese Grenzen gibt, das weiß er ganz genau. Herr Malbrons, schönen Dank für Ihren Beitrag. Rainer Hackmann ist der Nächste aus Essen. Guten Abend, Herr Hackmann. Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Schönen guten Abend an die Mithörer. Ich möchte in diesem Zusammenhang an Bruno Bettelheim erinnern, einem renommierten und bekannten Psychoanalytiker. Herr Bettelheim saß, wie viele andere seine Leidensgenossen, über viele Jahre im KZ Dachau und in Buchenwald. Und sein Aufenthalt in beiden KZs war geprägt von Hoffnungslosigkeit. Herr Hackmann, bevor Sie fortfahren, können Sie ein bisschen näher ans Telefon ran? Ja, geht das so? Ja, wird schon besser. Ja, und sein Aufenthalt, wie gesagt, war geprägt
von tiefer Hoffnungslosigkeit, und er konnte die Zeit nur überleben, indem er sich an seine Qualitäten als Psychoanalytiker erinnerte und eine Analyse seiner Mitgefangenen erstellte. Mhm. Und diese Analyse ergab auch eine tiefe Hoffnungslosigkeit seiner Mitgefangenen, die über Jahre, nach den Jahren des Aufenthaltes genau wussten, dass sie von ihren Familien getrennt waren, nie mehr Gelegenheit bekommen würden, zu ihren Familienangehörigen zurückzukehren. Sie waren von ihren Familienangehörigen getrennt, weil sie überhaupt keine Kontakte zu ihrer Familie hatten. Und, aber was hat Bettelheim denn mitgeteilt über die Wirkung von Hoffnungslosigkeit? Nein, ich wollte nur anfügen, dass diese Menschen, dass also diese Hoffnungslosigkeit, die diese Menschen hatten, sich im Laufe der Jahre umgewandelt hat in die Symptomatik von Schizophrenie. Mhm. Und das ist also eine ganz tiefe, erschreckende Erkenntnis gewesen, die natürlich ganz, ganz schlimm ist. Und das wollte ich nur als Anregung mal loswerden. Ne? Ja, besten Dank dafür. Wobei wir gleich hinzufügen müssen, dass wir ja zum Glück in solchen Ausnahmesituationen nicht leben müssen, wie es damals der Fall war. Also das ist eine Form von Hoffnungslosigkeit, die Sie nicht meinen, wenn Sie sagen, Frau Borchel, dass wir ohne Hoffnung nicht leben können. Also das ist jetzt nicht mein primärer Gedanke, aber dass Hoffnungslosigkeit krank machen kann, das ist ja schon auf jeden Fall ein interessanter Input. Und tatsächlich gibt es ja Menschen, die aufgehört haben, auf etwas zu hoffen, an denen ihnen liegt, die keine Dinge mehr verfolgen, die ihnen wichtig sind. Und das ist eben Verzweiflung, und Verzweiflung ist natürlich ein sehr trauriger Zustand. Also es tauchen bei Ihnen drei Prototypen auf, drei Formen, wie man durch diese Welt tappen kann. Es gibt den Hoffenden, es gibt den Verzweifelten, und was war nochmal der dritte? Es gibt natürlich auch noch den Vermessenen. Den Vermessenen, ja. Vermessen, das klingt natürlich gleich nach Alter, Theologie. Der Vermessene ist ja traditionell jemand bei Augustinus zum Beispiel, der nicht anerkennt, dass er durch sich selbst nichts ist, dass er alles, was er kann, was er ist, Gott verdankt. So will ich Vermessenheit jetzt nicht mehr unbedingt verstanden wissen, sondern Vermessenheit bei mir heißt eben einfach, dass man nicht sieht, dass die Selbstmächtigkeit eben beschränkt ist, dass man nicht alles aus eigener Kraft herbeiführen kann. Und der Vermessene, der sieht es eben nicht. Er folgt der Parole, ich bin meines Glückes Schmied. Genau. Wolfram Krüger meldet sich. Guten Abend, Herr Krüger. Ja, hallo, guten Abend. Auch ja, Sie sind gefragt, schön deutlich ins Telefon zu sprechen. Ich hoffe, die Verbindung ist gut. Ich verfolge die Sendung jetzt circa 20 Minuten. Das heißt, ich weiß noch nicht, was alles gesagt worden ist. Ich bin selber als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Praxis tätig. Ich sehe jeden Tag viele Jugendliche, viele Kinder und die Eltern von denen. Und was mir gerade in den Sinn gekommen ist, ist bei ihrem Thema, dass eigentlich fast alle Eltern mit ganz viel Hoffnung auch in schwierigen Situationen ihre Kinder begleiten und dass die Hoffnung sie trägt. Ja. Also das ist schon erstaunlich, dass ganz viele Eltern zum Beispiel sagen, ach naja, es ist wahrscheinlich die Pubertät oder es ist eine schwierige Phase, die wird schon wieder vorbeigehen. Und ich glaube, das trägt auch die Eltern in schwierigen Phasen. Und oft hat es ja auch seine Berechtigung, weil schwierige Phasen wirklich auch vorbeigehen. Und auf der anderen Seite sehe ich eben häufig auch Jugendliche, die eine Depression haben. Und wenn die Depression recht deutlich ausgeprägt ist, ist auch ein zentrales Merkmal die Hoffnungslosigkeit. Also das heißt, ich bin zwar kein Neurobiologe, aber ich sehe es in der Praxis, und wahrscheinlich ist es schon so, dass im Menschen selber die Hoffnung ein ganz elementarer Bestandteil auch ist.
Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt, wie soll ich sagen, in eine Verlegenheit bringe, aber angenommen, Sie müssten jetzt mit einem Jugendlichen, der in der Hoffnungslosigkeit festhängt, diese berühmte Frage von Kant irgendwie traktieren. Was darf ich hoffen? Was wäre denn dann Ihre Antwort? Also was kann in einer solchen Situation ein goldenes Wort sein? Normalerweise kann man in den meisten Fällen schon einen kleinen Zipfel wieder von einer Hoffnung herausarbeiten. Also nur in ganz seltenen Fällen. Es geht ja nicht darum, dass ich auch dem Jugendlichen was reinlege, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mit ihm auf sein Leben schaue und rausarbeite, wo eventuell einfach über zum Beispiel eine andere Perspektive wieder Hoffnung kommen kann. Und das gelingt oft. Dass man eigentlich einfach eine andere Perspektive einnimmt und der Jugendliche kommt ins Überlegen und bekommt wieder ein Stück Hoffnung. Dann setze ich mal was dagegen, was Jo Schnochenberg aus Köln nämlich geschrieben hat an philo@wdr.de. Da geht es darum, dass auch das Gegenteil von Hoffnung eine Ressource sein kann. Er schreibt, als bewusstseinsfähige Lebewesen sind wir zwar hoffnungsfähig, das heißt, wir können mögliche Wirklichkeiten in einer zukünftigen Zeit imaginieren, aber wir sind auch fähig zur Selbsttäuschung. Die bahnt sich dann an, wenn wir gegen eine gegebene, irreversible Wirklichkeit anhoffen, anstatt diese Wirklichkeit wahr sein zu lassen und zu versuchen, uns mit ihr auszusöhnen. Mir ist natürlich klar, dass es Wirklichkeiten gibt, bei denen dies kaum realisierbar scheint. Dennoch gibt es beeindruckende Beispiele dafür von Menschen, die sich mit einem Schicksal in einem heilsamen Sinn abgefunden haben, statt es mit utopischen Hoffnungen zu verdrängen. Dies nennt der Psychotherapeut Arnold Retzer resignative Reife. Ich denke schon, dass die Hoffnung ganz verschiedene Aspekte hat und dass nicht jede Art von Hoffnung auch immer unterstützt werden sollte. Ne? Also das ist, es kann eine Hoffnung hineingeben bei einer Situation, wo man eigentlich jemanden unterstützen muss, sich zu verändern. Ja. Und dann darf man ihm auch nicht zu viel Hoffnung machen. Also eine utopische Hoffnung ist nicht immer zu unterstützen. Und oft aber ist auch eine utopische Hoffnung, also ich sage ein Beispiel, wenn man Kinder fragt, was ist denn deren Berufswunsch? Oder Jugendliche fragt, was ist ein Berufswunsch? Auch wenn man das Gefühl hat, das ist utopisch, das wird er nicht erreichen können. Und trotzdem ist in bestimmten Phasen überträgt die Hoffnung diese Menschen dann über eine gewisse Zeit, bis sie dann selber erkennen, dass es doch ein anderer Weg richtig ist, den sie dann selber auch besser annehmen können. Also die Hoffnung war eine Verblendung? Ne, die Hoffnung war sicherlich eine falsche Hoffnung, aber die Hoffnung hat trotzdem über eine gewisse Zeit getragen. Frau Beuchte, was fangen Sie denn an mit dem Begriff resignative Reife? Resignative Reife. Also ich würde jetzt viel mehr lieber jetzt mal erstmal dem Hörer zustimmen, dass Hoffnung für junge Menschen ganz wichtig ist. Es gibt auch Philosophen, die sagen, junge Menschen hoffen grundsätzlich mehr, wenn sie gesund sind zumindest, als Erwachsene, einfach weil sie noch so viel Zukunft vor sich haben. Ich arbeite ja auch als Lehrerin und ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass junge Menschen Hoffnung haben, welche auch immer in Bezug auf ihre Zukunft, auf ihre, dass sie eine Perspektive haben. Ich habe mich auch mal mit einer Lehrerin von der Hauptschule unterhalten, die dann sagte, ja, es ist so frustrierend, die Kinder sagen, sie möchten Pilot werden oder ja, irgendwie Fußball, Profi, Model, Star, wie auch immer, halt so Dinge, die wahrscheinlich eher nicht realistisch sind. Darin hat sie ein Problem gesehen. Das finde ich ehrlich gesagt aber weniger dramatisch als das, was mir eine andere Kollegin von der Hauptschule erzählt hat, nämlich, dass sie, als sie ihre Kinder gefragt hat, wie sie sich denn ihre Zukunft vorstellen, dass sie dann einfach gesagt haben, Hartz IV. Und das finde ich wirklich dramatisch, wenn Jugendliche eben keine Perspektive haben. Herr Krüger, besten Dank für Ihren Beitrag. Und wer noch was sagen möchte, es wird dann aber höchste Zeit, 0800 5678 und dreimal die 5.
Heute sprechen wir im Philosophischen Radio auf WDR 5 über die Bedeutung der Hoffnung für unsere Existenz. Zu Gast ist Christiane Borchel. Und ich will Ihnen mal vortragen, was Bernhard Erkelenz aus Solingen geschrieben hat an philo@wdr.de. Er bezieht sich nämlich auf ein Zitat von Václav Havel und schreibt dazu, dass dieses Zitat ihn auf seinem Lebensweg seit einigen Jahren begleitet. Und Havel hat gesagt, das Maß der Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Und diese Hoffnung vor allen Dingen ist es, die uns die Kraft gibt zu leben und es immer wieder aufs Neue zu versuchen. Sind die Bedingungen äußerlich auch noch so hoffnungslos? Und in diesem Zitat von Havel steckt ja ein Wir drin. Also es gibt ein nicht Wir. Nur... Ja, es ist natürlich sehr wichtig, dass man nicht nur so in seinem stillen Kämmerlein für sich hofft oder dass man überhaupt ja nur in Bezug auf sein eigenes Leben Perspektiven entwickelt, sondern es ist auch so, dass viele Menschen es als Gewinn bringt, betrachten, wenn sie Hoffnung mit anderen Menschen teilen. Wie können wir das? Ja, das... Es gibt ganz einfache Beispiele, wenn Sie sich anschauen, was Fußballfans zusammenschweißt. Das ist natürlich die geteilte Hoffnung auf den Erfolg ihrer Mannschaft. Oder wenn Leute demonstrieren für irgendetwas, dann hoffen sie, dass sie gemeinsam eben größere Ziele erreichen können, gemeinsam Gehör finden können. Sie können hoffen, diese Menschen, dass sich ihre Mitstreiter solidarisch verhalten. Das ist natürlich auch etwas, was die Hoffnung wertvoll macht, dass man sie mit anderen Menschen teilen kann. Ja, wobei wir haben ja schon über Ernst Bloch gesprochen. Ja. Das ist in einem gewissen Widerspruch zu dem Zeitgeist, über den Sie nochmal sprechen sollten, den Sie bei Wilhelm Schmid sehen. Also dass unsere, dass die aktuelle Lebenskunstphilosophie eigentlich eher dahin geht, ein starkes Ich. Ja, also ein starkes Wir hervorzubringen, genau. Auch viel wert. Da würde ich jetzt noch mal ganz gern auf die Utopie von Habermas eingehen, nämlich diese realistische Utopie der Menschenrechte. Man kann natürlich fragen, wieso sind Menschenrechte überhaupt eine Utopie? Die gelten doch. Aber da gibt es natürlich diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Menschenrechte und ihrer Umsetzung und politischen Durchsetzung andererseits. Und Menschenrechte sind ja die Kehrseite der Pflichten einer universalistischen Moral. Also der Pflicht, niemanden umzubringen, entspricht das Menschenrecht auf Leben zum Beispiel. Und so kann man es mit vielen Pflichten durchgehen, sodass man sagen kann, Menschenrechte fassen zusammen, was Menschenwürde bedeutet. Und wer dann glaubt oder anerkennt, dass die Menschenrechte gelten, der vertritt eben so eine in gewissen Grenzen universalistische Moral. Und wenn jemand eben glaubt, dass Menschenrechte eine gute Sache sind, dann hofft er natürlich auch, dass diese Menschenrechte weiter durchgesetzt werden und sich verbreiten. Vielleicht ist aber auch die Hoffnung an allem schuld. Jedenfalls ist das ein Gedanke, den uns Berthold Hutmacher zumutet aus Crailsheim, der sehr lang ausholt und sehr weit zurückreicht und schreibt, dass vor etwa 3 Millionen Jahren das Hoffen angefangen hat. Und dann rechnet er, dass das Leben sich spätestens vor etwa 4.100 Millionen Jahren entwickelt hat. Das sind 4.097 Millionen Jahre voller Vorfahren von mir ohne bewusste Selbstgestaltung der Zukunft mittels Hoffnung. Die selbstverursachten Probleme beginnen erst vor etwa 3 Millionen Jahren und wachsen mir heute über meine Kräfte hinaus. So sehr mir das Hoffen auch helfen kann, dieses Warten, bis sich an einem unangenehmen Zustand etwas ändert. Das Beharren auf der Erfüllung von jeder Hoffnung ist der Grund sowohl für unsere Kultur als auch für Berauschung und der daraus resultierenden Unzufriedenheit, für Umweltverschmutzung. 4.097 Millionen Jahre lang gibt es Leben, ohne das Vermögen, Hoffnungen verwirklichen zu können. Ich denke,
dass von der Hoffnung eine Gefahr für diese Erde ausgeht. Ja, das ewige, endlose Streben der Menschen hat natürlich tatsächlich schon viel zerstört. Ich glaube aber, dass das Hoffen an sich nicht unbedingt böse ist oder auch zerstörerisch ist. Man kann ja auch ganz bescheidene Hoffnungen hegen wiederum, ja, oder auch bescheidene Hoffnungen teilen, ja. Es kommt darauf an, worauf man hofft. Natürlich. Und das unterscheidet, und damit können wir dann fast zum Schluss kommen, Martin Weidner aus Leverkusen. Er liefert nämlich eine kleine Grammatik der Hoffnung. Erstens, Hoffnung haben, das. Hoffen das. Das ist eine Hoffnung, meint Martin Weidner, die auf zukünftige Ereignisse fixiert ist. Die Hoffnung wird erfüllt, wenn sie eintreten. Zweitens, hoffen auf etwas. Diese Hoffnung ist der ersten ähnlich, nur verschoben auf etwas, das das zukünftige Ereignis bewirkt. Es kann die Form annehmen, ich hoffe, weil, Pünktchen, Pünktchen. Hoffnung 1 und 2 lassen sich von errechneten Prognosen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen schwer abgrenzen. Dann gibt es noch, um es ein bisschen abzukürzen, drittens das Hoffen auf jemanden, also auf eine Person. Und das vierte ist dann der Clou, Hoffnung sein. Wird nur noch gebraucht in Bezug auf Schwangerschaft, gute Hoffnung sein, ist aber das, was die christliche Hoffnung ausmacht, meint Martin Weidner. Interessant auf jeden Fall. Die christliche Hoffnung ist, unterscheidet sich natürlich von vielen weltlichen Hoffnungen dadurch, dass sie vieles zusammenfasst eben. Es gibt eine Quelle der Hoffnung sozusagen. Aber ich denke, dass es auch genauso gut sein kann, viele oder mehrere Hoffnungen, grundlegende Hoffnungen zu haben im Leben, die einem Kraft geben. Das könnten jetzt vier verschiedene Umschläge sein. Wer dann welchen wählt, das wollen wir jedem selbst überlassen. Und ich sage zum guten Schluss, wie das Buch heißt von Christiane Borchel, Hoffnung als Sinn für Möglichkeit und Unverfügbarkeit. Und erschienen ist es bei Mentis. Dann ganz wichtig ist noch natürlich zu sagen, übrigens danke, dass Sie hier waren, Frau Borchel. Gerne. Dass man wie gewohnt diese Sendung nachhören kann auf wdr5.de und dort auch das Philosophische Radio als Abo findet. Nächsten Freitag gehört dieser Sendeplatz den Narren. Kein philosophisches Radio also. Aber dann heute in 2 Wochen unser Thema Verantwortung. Wenn man einen Bock geschossen hat, einen Fehler begangen hat, dann kann man ja auf sehr verschiedene Art Verantwortung übernehmen. Man kann begründen, warum man so gehandelt hat. Man kann sich rechtfertigen. Man kann sich herausreden. Man kann sich entschuldigen. Also sehr verschiedene Varianten. Überlegen Sie mal, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, ob Ausreden in manchen Situationen nicht der bessere Weg sind. Und schreiben Sie an philo@wdr.de Ihre Gedanken zum Thema Verantwortung. Danke fürs Zuhören, sagt Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel. WDR 5 bietet mehr. Große Ideen, visionäre Konzepte, Utopien und Gesellschaftstheorien. Im philosophischen Radio wird das Denken großgeschrieben. Wer nebst Erkenntnissen aus Gedankenspielen auch an Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft interessiert ist, dem empfehlen wir Leonardo. Denn nur ein Narr macht keine Experimente, sagte schon Charles Darwin. Leonardo, Wissenschaft und mehr. Auf WDR 5 montags bis freitags um 16.05 Uhr und noch einmal abends um 22.05 Uhr. Oder als Podcast. Unser Radio zum Mitnehmen. WDR 5. Ich will es wissen.